Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Erfolgsmodell DVB-T auch in ländlichen Regionen. ARD und ZDF haben den weiteren Ausbau des digitalen Antennenfernsehens DVB-T beschlossen. Mit dieser Entscheidung, den DVB-T-Ausbau über die Stadtregionen hinaus nun auch zügig auf die Fläche auszudehnen und damit für über 90% der Haushalte einen kostengünstigen digitalen Fernsehempfang über Dachantenne zu ermöglichen, leisten die öffentlich-rechtlichen Anbieter einen maßgeblichen Beitrag für die Digitalisierung des Rundfunks in Deutschland. 58% der Deutschen im Netz. Wie in den Vorjahren steigt die Anzahl der Internetnutzer weiter. Das hat die ARD-ZDF-Online-Studie 2005 ergeben. Welche Themen interessieren die Nutzer? Wie viele Seiten rufen sie auf? Hier die Erkenntnisse im Überblick. Am häufigsten im Netz sind Junge und Berufstätige. 37,5 Millionen Erwachsene in Deutschland, das sind 57,9% der Bevölkerung ab 14 Jahren, sind inzwischen online. Im Vergleich zu 2004 kamen 1,8 Millionen neue Nutzer hinzu. Zwar hat sich nach dem Boom der Vorjahre auf dem Internetmarkt der Zuwachs etwas abgeschwächt, eine Sättigung des Marktes ist jedoch nicht abzusehen, da vermehrt ehemals internetferne Bevölkerungsgruppen den Weg ins Netz finden, ältere Menschen und Nicht-Berufstätige. Selbst bei den Offlinern gilt das Internet heute nicht mehr als zu kompliziert und zu teuer. Startschuss für neuen TV-Sender in der Region Köln. Seit dem 10. Oktober 9 Uhr ist es soweit. Center TV Lokalfernsehen startete mit einem lokalen 24-Stunden-Vollprogramm aus Information, Service, Unterhaltung, Kultur und natürlich viel Sport in und um Köln. Unter dem Motto "Wir sind Köln" können mehr als 620.000 Haushalte der Region das überwiegend live produzierte Programm mitverfolgen. Die Verbreitung erfolgt im analogen Kabelnetz auf dem Sendeplatz S18. Das gesamte Programm ist in Echtzeit auch über das Internet zu empfangen. Center TV ist mit über 40 Mitarbeitern ein 100%iges Tochterunternehmen der AZ Media AG Köln. Als technischer Dienstleister und Betreiber von TV-Studios verfügt die AZ Media zudem über eine weltweit führende Kompetenz im Einsatz innovativer digitaler TV-Technologien. Kodak mit Milliardenverlust. Der US-Fotokonzern Eastman Kodak hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Nettoverlust von ca. 1 Milliarde US-Dollar gemacht. Rund 900 Millionen US-Dollar davon entfielen im Zusammenhang mit den anhaltenden Verlusten, die im Rahmen der Umstrukturierung des Konzerns vom traditionellen Film- und Entwicklungsunternehmen zum Anbieter von digitalen Imaging-Systemen anfielen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5%. Dabei übertrafen die Umsätze im digitalen Bereich erstmals die des traditionellen Fotogeschäfts. Kompromiss um niederösterreichische Mobilfunksteuer in Sicht. Beamte des Landes Niederösterreich sollen sich mit den österreichischen Mobilfunknetzbetreibern im Streit um die niederösterreichische Mobilfunksteuer geeinigt haben. Demnach würde das niederösterreichische Sendeanlagenabgabegesetz zurückgezogen, weil die Mobilfunker zugesagt hätten, künftig Sender noch häufiger gemeinsam zu installieren. Gegenüber Heise Online hieß es aus Verhandlerkreisen, dass zwar ein solcher Gesprächsstand erreicht worden sei, eine endgültige Entscheidung auf politischer Ebene aber noch ausstünde. Mediennutzung nimmt weiter zu. Der Medienkonsum der Deutschen ist weiter angestiegen. Im Jahr 2005 verbringt jeder Bundesbürger insgesamt 10 Stunden täglich mit den Medien. Im Jahr 2000 waren es noch knapp 8,5 Stunden. Die meiste Zeit widmen die Menschen weiterhin Radio und Fernsehen. Im Schnitt hört jeder Erwachsene ab 14 Jahren täglich 3 Stunden und 41 Minuten Radio und sieht 3 Stunden und 40 Minuten fern. Auch wenn das Internet jetzt seine Nutzungsdauer verdreifacht hat, kann es mit den etablierten Medien nicht mithalten. Mit 44 Minuten täglich liegt es gleich mit dem Hören von Musik.
Die Tageszeitung wird täglich 28 Minuten lang, Bücher 25 Minuten und Zeitschriften 12 Minuten gelesen. Intensive Care, das neue Album von Robbie Williams. Mädels, festhalten, Robbie Williams ist wieder da. Seine neue Scheibe heißt Intensive Care und ist bereits das 7. Studioalbum von Großbritanniens schärfstem Export. Er selbst sagt, dass er so viele Platten aufnimmt, weil er das perfekte Album machen will. Intensive Care sei diesem Ziel schon recht nahe gekommen. Ob das wirklich so ist, könnt ihr selbst entscheiden. Das Ding spielt die ganze Woche Songs aus Intensive Care. Viel Spaß! Das waren die News. Alles, was ihr wissen müsst. Wir sehen uns. Hallo ihr treuen Orga-TV-Zuschauer vor dem Computer. Wir haben uns heute hier versammelt vor dem Campus, um ein kleines Experiment zu starten. Und zwar, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir neue Gebäudenummerierungen bekommen hier an der Uni. Und wir wollen einfach mal testen, wie sich diese bewähren. Dazu haben wir uns drei Probanden eingeladen. Ein höheres Semester, ein Erstsemester und einen offiziellen. Ich werde den dreien jetzt ihre Aufgabe geben und dann wollen wir mal schauen, wie sie sich schlagen. Nun haben wir unsere Experimentteilnehmer ins Rennen geschickt mit diesen Aufgaben. Natürlich wissen die nicht, dass das Gebäude D41 die Mensa ist, in der sie vielleicht schon öfters mal gegessen haben, oder das Gebäude C63 der Physik Tower, in dem sie öfters mal vielleicht gefeiert haben. Ich bin jetzt natürlich mal gespannt, wer sich von den dreien am besten bewährt. Ist es das höhere Semester, das vorher noch in Gebäude 16 oder 11 laufen musste? Oder ist es unser Erstsemester, das nur diese neuen Nummerierungen kennt? Vielleicht aber auch unser Offizieller, der sich eigentlich nur noch in dem Gebäude hinter mir aufhält. Mal schauen. Ah.
ihr, in welchem Gebäude ihr euch befindet? Ich glaube 4.1 oder 4.2, aber ja, genau weiß ich es nicht. Das stimmt. Also hast du auch schon mitbekommen, dass wir neue Gebäudenummern haben hier an der Uni. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, findest du das gut? Also es war mal an der Zeit, oder? Ich weiß nicht, also ich habe eigentlich, seit ich hier auf der Uni eingeschrieben bin, nie so sehr auf die Gebäudenummern geachtet, deswegen ist mir das eigentlich relativ egal. Also weißt du noch, welches Gebäude das vorher war? Dann auch nicht mehr. 16, glaube ich, ja. Genau, da bist du ja doch recht gut informiert. Ja, nur weil ich jetzt hier studiere, also mit anderen Gebäuden kenne ich mich nicht so aus. Aber vielleicht für die Erstsemester würdest du auch wahrscheinlich denken, also wenn du dich in dein erstes Semester zurückversetzt, geh mal Gebäude 16 suchen. Ja, klar. Schwierig, oder? Ja. Alles klar. Na gut, danke schön euch beiden dann. Meine erste Frage an dich ist, bist du neu hier? Bist du Erstsemester oder studierst du schon länger in Saarbrücken? Ja, ich bin neu, es ist mein erstes Semester. Und dann muss ich dir kurz zur Erklärung sagen, dass wir ab diesem Semester neue Gebäudenummerierungen haben an der Uni. Das hast du bestimmt schon mitbekommen. Also weißt du, in welchem Gebäude wir hier sind? 16. Das ist die eine Gebäudenummerierung. Ab diesem Semester ist das hier das Gebäude B41. Ah, ich kenne noch nicht die neue Nummer. Kennst du noch nicht? Okay. So, meine erste Frage an dich ist, wie lange bist du denn hier schon in Saarbrücken? Ich bin jetzt seit 4 Semestern hier in Saarbrücken, komme jetzt ins 5. Und ja, das sind 2,5 Jahre fast. Und hast du auch schon mitbekommen, dass wir ab diesem Semester neue Gebäudenummerierungen haben? Ja, habe ich mitbekommen. Ist noch ziemlich verwirrend, gerade weil wir das in den Orientierungseinführungen in den Erstsemestern auch erstmal erklären müssten und haben selber noch nicht so den Plan, wie es aussieht, wie es läuft. Aber so generell würdest du da auch schon sagen, dass das jetzt wenigstens mal eine organisierte Nummerierung ist und nicht so wie das, was wir vorher hatten? Ja, wenn es halbwegs mal erklärt wird, also im Moment diese A, B, C, D-Teilung, wie die sich zusammensetzt, Fachbereiche oder so, kann ich nicht erkennen. Und es kommt irgendwie einem so vor, als ob es so durchgedrückt ist. Also ist ein bisschen verwirrend. Genau, ist noch nicht so ganz durchgedacht, nee, deiner Meinung nach. Auf jeden Fall nicht. Okay, danke schön für dein Statement. Bitte schön. Gewinner von unserem Gebäudewettrennen. Ja, ich fühle mich sehr geehrt und glücklich. Also es war wirklich ein harter Kampf, aber ich denke, ich habe es mir verdient. Aber ganz knapp du, ganz knapp war das. Ganz knapp in der Zeit. Du warst 4 Sekunden schneller oder so. Nur wegen der Kamerafrau, ansonsten wäre ich weit, weit aus viel, viel schneller gewesen. Ja, aber trotzdem Respekt. Super Leistung. Und vor auch der Kamerafrau ein schönes Dankeschön. War mega. Danke. Yo, servus Leute, hallo zur ersten Folge von unserem Gebäudecheck. Ich befinde mich hier am Gebäude A52, das ist das Aster-Gebäude. Sicherlich haben schon viele Leute von euch etwas von der Aster gelesen, gehört, ein Flyer von denen in der Hand gehabt oder dergleichen. Aber was letztendlich die Aster genau ist, das nehmen wir jetzt unter die Lupe. Ich befinde mich jetzt hier im Eingangsbereich der Aster. Wenn wir uns mal hier so ein bisschen umschauen, ein wenig Unordnung, aber das zeugt immer von sehr viel Arbeit und bekanntermaßen überblickt ja auch nur das Genie, das Chaos. Gut, ist jetzt wirklich noch nicht so aussagekräftig. Schauen wir mal, ob wir vielleicht weiter hinten mehr finden können. Ich befinde mich jetzt hier inmitten des Aster-Gebäudes. Wir sehen doch relativ großes Gebäude, langer Flur, viele Zimmer, was auf viele Beschäftigte hindeutet und auf viel Treiben. Wenn wir jetzt an das Ende des Flures mal uns anschauen, sehen wir da ein Schild Beratung. Würde ich doch einfach mal vorschlagen, schauen wir mal, was dort hinten so los ist. Ich befinde mich momentan in der Beratungsstelle der Aster. Neben mir sitzt der Ausländerreferent Hassan. Hallo, schönen Gruß an OrgaTV und an alle Zuschauer. Er steht für alle Fragen offen zu jeder Zeit. Wenn es mal Probleme gibt, dann einfach zu ihm. Momentan ist er sehr beschäftigt, wollen wir ihn auch gar nicht stören. Suchen wir einfach mal hier vielleicht noch einen Offiziellen, der uns weitere Fragen beantwortet zu Funktionsweise, Arbeitsweise und dergleichen dieser Institution. Ich befinde mich wieder hier im Flur. Hinter mir befindet sich der Besprechungssaal der Aster. Da drin finden gerade aktuell die Koalitionsverhandlungen statt. Leider alles ganz streng geheim, dürfen wir nicht rein. Aber wir haben in Erfahrung gebracht, dass ein gewisser Herr Bernd Weber uns Rede und Antwort stehen wird. Und den versuche ich jetzt mal ganz schnell da rauszuholen. Neben mir steht jetzt Herr Bernd Weber. Wir konnten ihn tatsächlich aus den Koalitionsverhandlungen herausreißen. Daher machen wir es auch nicht wirklich so lange. Herr Weber.
Wer bzw. was ist ASTA? ASTA ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Das bedeutet die Studentenvertretung. Wir sind die Interessenvertretung quasi für alle Studierende hier auf dem Campus. Und was bietet die ASTA für Studenten an? Zum einen Hochschulpolitik. Wir sind die Interessenvertretung gegenüber der Politik, der Landesregierung, der Uni, der Universitätsleitung, der Presse, den Verbänden etc. Auf der anderen Seite bieten wir aber auch konkrete Beratungsangebote an. Das heißt, Leute, die rechtliche oder soziale Probleme oder Fragen haben, können zu uns kommen und können hier halt Hilfe bekommen. Okay, viele Angebote. Was muss der Studierende leisten, um eure Beratung bzw. eure Angebote zu nutzen? Einfach reinkommen, also einfach sich überwinden, die Schwelle übertreten und hier mal in ein Büro reinkommen und nachfragen und also insoweit kostet nichts und kostet nur ein bisschen Überwindung. Das hört man doch gerne. Also ihr habt jetzt in etwa einen kleinen Überblick darüber bekommen, wer bzw. was die ASTA ist, was ihr hier machen könnt. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal hier reinzuschauen. Insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei unserem Gebäudecheck Teil 2. MIDI. Wie installiere ich einen Webserver? Apache Friends. Download installer version for Windows. Download. Mittwochs 18:18 Uhr, Orga TV. Start Apache Start MySQL. Status. Good, good, good. MIDI. My admin. htdocs ist das Webserver-Verzeichnis. Alles, was dort abgelegt wird, kann über der Browser angezeigt werden.